Liebe Freunde, es ist wieder soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende. Es ist Weihnachtszeit. Die Abende sind lang und draußen in der Natur ist es still geworden. Alles scheint andächtig zu warten auf die heilige Nacht. Die Vorbereitungen für das große Fest sind abgeschlossen. Nun sollten auch wir uns Momente der Besinnung einräumen und uns die Zeit nehmen, das Fest der Liebe auch wahrlich zu erleben. Mit dem Wunsch, dass dieses Gefühl der Verbundenheit auch weiter in unserer Gemeinschaft, in unseren Pfarren und nicht zuletzt in jeder Familie weiterlebt und wächst, wünscht Ihr Pastor Erich Altorf Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein Joyeux Noël, ein salig Gerstfest. Glockenklang aus der Ferne über uns. Leuchten Sterne, kein Mensch weit und breit, nur wir sind zu zweit, wandern durch den weißen Winterwald. Schnee und Eis hört man knistern, weil wir leise nur noch flüstern. Wir fühlen uns ganz wie Gretel und Hans, wandern durch den weißen Winterwald. Leise, leise fallen weiße Flocken. Ein Reh tritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blinken ganz erschrocken. Ist dir im Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Hinter mir ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen. Dann teil es mit dir, da wandern wir hier morgen durch den weißen Winterwald. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Reh schaut aus dem Wald heraus. Braune Augen blinken ganz erschrocken. Ich stehe im Wald zu kalt und mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen. Dann teilt es mit dir, da wandern wir hier morgen durch den weißen Winterwald. Der alte Weihnachtsbaumständer. Beim Aufräumen des Dachbodens ein paar Wochen vor Weihnachten entdeckte der Familienvater in einer Ecke einen ganz verstaubten, uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und einer eingebauten Spielwalze. Beim vorsichtigen Drehen konnte man das Lied »O du Fröhliche« erkennen. Das muss der Christbaumständer sein, von dem Großmutter immer erzählte, wenn die Weihnachtszeit herannahte. Das Ding sah zwar fürchterlich aus, doch kam dem Familienvater ein wundervoller Gedanke. Wie wird sich die Oma freuen, wenn sie im hellischen Abend für den Christbaum setzen wird, in der sich noch ins Anfang wie früher sich zu drehen, in dabei das Lied »O du fröhliche Spiele« dünn. Nicht mehr der Oma, der ganze Familie wird sich freuen. So nahm er den Ständer und schlich ungesehen in seinen Bastelraum.
Jeden Abend zog er sich geheimnisvoll nun in seinen Bastelraum zurück und verriegelte die Türe. Eine gründliche Reinigung und eine neue Feder. Dann sollte der Ständer aussehen wie neu. Natürlich freute sich die ganze Familie, wat hämme do drive dün. Doroper sagt, Weihnachtsüberraschung. Kurz vor Weihnachten sah der Christbaumständer aus wie neu. Jetzt noch schnell einen prächtigen Weihnachtsbaum besorgen, so um die 2 Meter hoch, und wieder verschwand der Vater in seinen Hobbyraum. Er stellte den Baum in seinen Ständer und führte einen Probelauf durch. Alles funktionierte. Was wird der Oma mehr vor Oma machen? Nun endlich war es Heiligabend. Der Papp bestung darauf, den Christbaum allein zu zehren. Hey, hau sich extra echte Baumkerze besorgt. Die werde kicke, sagt Herr, bei jeder Kugel, die Herr eine Baum rung. Als er fertig war, überprüfte er nochmal alles. Der Stern von Bethlehem ging ganz oben an der Spitze. Die Kugeln waren alle angebracht. Naschwerk und Wunderkerzen hingen hübsch angeordnet am Baum. Und Engelhaar und Lametta waren hübsch angebracht. Die Feier konnte beginnen. Für die Oma stand ja der Uhrensessel parat. Die andere Stühle stand der Papp eine halbe Kreis um einen Baum herum. Nun wurde der Papp der Oma ganz adrett an ihr Platsch. Der Öktor saß neben der Oma. Und die Kinder saßen rechts und links um einen Baum herum. Und nun kommt die große Weihnachtsüberraschung, sagt der Papp. Los den Sperr an der Christbaumständer und lauf ganz flott ob seine Platsch. Langsam begann der Christbaum sich zu drehen und hell erklang von der Musikwalze O du Fröhliche. Was war das für eine Freude! Die Kinder klatschten in die Hände und Homer hatte vor Rührung Tränen in den Augen. Sie brachte immer wieder nur hervor, wenn der Opa dat noch uns erlebe kürs, und dat ich dat noch uns erlebe darsch. Mutter war stumm vor Staunen. Eine Weile schaute die Familie entzückt und stumm auf den im Festgewand drehenden Weihnachtsbaum, als ein scharrendes Geräusch sie jäh aus ihrer Versunkenheit riss. Ein Zittern durchlief den Baum. Die bunten Weihnachtskugeln klirrten wie kleine Glöckchen. Nun begann der Baum sich immer schneller zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. Es hörte sich an, als wollte O du Fröhliche sich selbst überholen. Mutter schrie laut auf: Nu döi doch uns jet! Vater saß aber wie versteinert auf seinem Stuhl und starrte auf den Baum, der seine Geschwindigkeit immer schneller steigerte. Mittlerweile drehte er sich so schnell, dass die Flammen hinter ihren Kerzen wehten. Großmutter bekreuzigte sich und betete und murmelte nur noch, wenn der Opa das noch uns erlebte. Als erstes löste sich der Stern von Bethlehem, sauste wie ein Komet durch das Zimmer und klatschte gegen den Türrahmen und fiel auf der Dackel, der doch gerade sein Mittagsschläfchen hielt. Der Dackel flitzte wie von einer Tarantel gestochen in die Küche und schielte hinter dem Türrahmen hervor. Lametta und Engelshaar hatten sich erhoben und schwebten wie ein Kettenkarussell am Weihnachtsbaum. Vater erwachte aus seiner Starre
und gab das Kommando: Ob ihr passt, alles in Deckung! Ein Goldengel trudelte losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfangen sollte. Weihnachtskugeln, der Schokoladenschmuck und andere Anhängsel sausten wie Geschosse durch das Zimmer und platzten beim Aufschlagen auseinander. Die Kinder hatten hinter Großmutters Sessel Schutz gefunden. Der Pap und die Mam loren platt oben ein Buch. Die Mam jomerte und hau Angst. Alles immer süß, das ganze Werk, alles immer süß. Vater wollte sich vor Peinlichkeit am liebsten unter der Teppich verstecken. Oma saß immer noch auf ihrem Logenplatz, wie erstarrt. Von oben bis unten mit Engelshaar und Lametta geschmückt. Der Oma jammerte für sich hin. Wenn der Opa dat noch uns erläfte. Zu allem jaulte die Musikwalze im Schlupfakkord O du Fröhliche. Bis mit einem ätzenden Ton der Ständer seinen Geist aufgab. Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaum in Zeitlupe und fiel aufs kalte Buffet, die letzten Nadeln von sich gebend. Totenstille. Mutter völlig aufgelöst zu Vater: Wenn ich mich der Schlamassel ankick, dann ist die Weihnachtsüberraschung wahrhaftig gelungen. Da klingelt Piet, sagt mir: Du Papi, das war cool. Machen wir das jetzt Weihnachten immer so? Großmutter, geschmückt wie nach einer New Yorker Konfetti-Parade, erhob sie schweigend. Kopfschüttelnd begann sie sich, eine Lametta-Girlande hinter sich tragend, auf ihr Zimmer. In der Tür stehend, sagte sie: Wie jod, dass der Opa dat nicht erlebt hätt. Wann im Leben Sorgen plagen, nimm dir Zeit, geh zu diesem Ort, denn der wird bestimmt für dich die Antwort haben, und du gehst in Frieden wieder fort. Glaube mir, so viele kommen her, voll Vertrauen und Hoffnung beten sie zu ihm. Mutter Gottes von Morrison nett, du Hilfe der Christen im Dreiländereck, o Madonna von Morrison nett, du gibst mir Kraft, die ich sonst nicht hätte. Mutter Gottes von Morrisnet, du hast schon so viele geholfen, darum bete auch ich, verlasse mich nicht. Du bist die Einzige, die mich erhören kann. Glaube mir, es liegt in deiner Hand. Ob du traurig oder glücklich gehst durch dieses Land. Mutter Gottes von Morrisnet, du Hilfe der Christen in drei Ländern, o Madonna von Morrisnet, du gibst mir Kraft, die ich sonst nicht hätt. Mutter Gott,
es von Morris nett. Du hast schon so viele geholfen, darum bitte auch ich, verlasse mich nicht. Du bist die Einzige, die mich erhören kann. Darum bitte auch ich, verlasse mich nicht. Du bist die Einzige, die mich erhören kann. Die Geschichte vom unglücklichen Engel von Andrea Schober. Es war einmal ein Engel, der hatte schon so viele Menschen geholfen, aber selber war er manchmal sehr unglücklich. Er fühlte sich so klein und wertlos und dachte viel darüber nach, was ihn wertvoller machen könnte. Die Menschen sagten ihm, kauf dir was Schönes, dann fühlst du dich besser. Und so kaufte sich der Engel zunächst ein neues, strahlend weißes Engelsgewand. Erst fühlte sich der Engel damit ganz toll und all die anderen Engel bewunderten ihn. Nach einiger Zeit fand er sein neues Gewand aber nicht mehr interessant genug und so kaufte er sich golden glitzernden Sternenstaub. Den streute er auf sein Gewand und auf seine Flügel. Alle anderen Engel waren geblendet von seiner Schönheit. Doch schon wenig später fand der Engel sich wieder langweilig. Er dachte darüber nach, was ihn noch schöner machen könnte. Und so kaufte er sich von seinem ganzen restlichen Geld eine große weiße Wolke, die so weich war wie Samt. Ein Sonnenstrahl fiel auf die Wolke, sodass sie hell leuchtete. Der Engel war begeistert, legte sich auf die Wolke und ließ sich treiben. Es dauerte nicht lange, da hatte der Engel wieder dieses schreckliche Gefühl, so wertlos zu sein, trotz allem, was er besaß und der Bewunderung aller anderen Engel. Da musste er ganz furchtbar weinen, weil er nicht mehr wusste, was er noch tun konnte. Er dachte sich, ich stehe nie mehr auf, es hilft alles nichts. Soll die Welt doch ohne mich auskommen, das hat sie nun davon, dass sie mir nichts bieten kann, an dem ich länger Freude habe. Am ersten Tag war der Engel so traurig und wütend, dass er sich von allen anderen Engeln zurückzog und nicht mehr mit ihnen reden wollte. Am zweiten Tag schaute der Engel in die endlose blaue Weite des Himmels und fühlte sich ganz leer. Am dritten Tag fühlte er einen Sonnenstrahl auf seinem Gesicht. Da dachte er einen Moment, wie warm sich dieser Sonnenstrahl doch anfühlt. Aber dann fragte er sich gleich wieder, was soll ich mit einem Sonnenstrahl? Er wird mir auch nicht weiterhelfen. Am vierten Tag kam der Sonnenstrahl wieder. Der Engel dachte sich, eigentlich ist der Sonnenstrahl das Beste, was ich im Moment habe. Und auch wenn er mir nicht helfen kann, so kann es doch sein, dass ich mich ein bisschen an ihm wärmen kann. Am fünften Tag dachte der Engel schon gleich am Morgen an den Sonnenstrahl und stellte sich vor, wie schön es wäre, wenn er wieder kommen würde. Dabei wurde ihm ganz warm ums Herz und er spürte, wie sich alles anders anfühlte bei dem Gedanken an diesen Sonnenstrahl. Als der Sonnenstrahl dann wirklich kam, war der Engel so aufgeregt, dass er gar nicht wusste, ob er sich erst seine Füße oder seine Hände oder seinen Kopf wärmen lassen sollte. Von da an war jeder Tag nur noch auf den Sonnenstrahl ausgerichtet. Der Engel dachte schon am Morgen daran, wie der Sonnenstrahl ihn bald wieder wärmen würde. Er ließ sich immer tiefer in die Vorstellung der Wärme fallen und merkte, wie seine Lustlosigkeit in Erwartung verwandelte und wie seine Traurigkeit und seine Angst an ihm vorüberzogen, ihn aber nicht mehr so tief erreichten wie früher. Er fing an, wieder auf seiner Wolke hin und her zu gehen und dachte, wie schön es doch war, sich an etwas so freuen zu können. Der Sonnenstrahl durchströmte mehr und mehr seinen Körper.
Die Energie des Lichts verteilte sich in ihm und der Engel bekam wieder neue Kraft. Er schwang seine Flügel und flog zu den anderen Engeln, um ihnen von dem Sonnenstrahl zu erzählen. Auf dem Weg dorthin trafen ihn unzählige Sonnenstrahlen und er wunderte sich, dass er sie so früher nie wahrgenommen hatte. Der blaue Himmel war nicht mehr leer wie früher, sondern ein Meer des Lichts. Auf einmal fühlte sich der Engel wie im Himmel. Und nichts konnte ihm mehr die Hoffnung nehmen, wusste er doch um die Kraft der inneren Wärme, die es vermochte, alles wundersam zu verwandeln. Klingt nur nass. Die Kostmann war wie hat sie, und die andere haue hier voll Spaß. Rudolf sind Kollege, lachte hör mir immer gut. Ein Jove hör mir ans wie's Name, das holt doch Rudolf den mir gut. Nämlich ist der Weihnachtstag, als Niklaus kommen sagt. Ja, wir fühlen du. Ist nur mit, nur wohl jas dürren nach, jawoll. Rudolf, da ist se Rindir, mit den ganzen Klingen nur nass. Die Kussmann war wie hat sie, und die andere haue hier voll Spaß. Rudolf, da ist se Rindir, mit den ganzen Klingen nur nass. Die Kussmann war wie hat sie, und die andere haue hier voll Spaß. Rudolf singt der Kollege, lachte hör mir immer gut. Ein Jove hör mir ans wie's Name, das holt der Rudolf den mir gut. Nämlich ist der Weihnachtstag, als Niklaus kommen sagt. Ja, wie früh du wirst nur mit, nur wohl jas dürre Nacht, jawoll. Rudolf, das ist ein Rindir, mit den ganzen Klingen wohl nass. Die Kussmann war wie hat sie, und die andere hauen nur hier voll Spaß. Es ist nun leer, an meine Juh. Du Juwene löst dich am Röntgen, im Helligabend. In der Ruhe. Und das will ich euch noch uns erzählen. Im Helligabend spielen zwei Brüder, so um die 10 Jahre rum, eine katholische und eine evangelische, mit den Geschenken, die das Christkind gebracht hat. Kurz vor 12, du könnt der Vater und seid an den katholischen Jungen. So, und nun gehst du mit Dingen fragend, die jo evangelisch wo, nur ein Christmas. Der evangelische Junge reiste ohne ab. Jo, du kannst kicken, du gehst mit. Da siehst du ohrens, wie das edikatholische geht, Christmas feiern, sagt der Vater. Die zwei Junge noch der Mies. Anderdas, so ist die evangelische Familie eine weihnachtlich gedeckte Mittagstisch. Du setzt der Vater, als inge Jung. So, und nun erzähl uns, Evelyns, wie das gestern in die katholische Kirche für sich Jung. Hohoho, setzt der Jung, Papp. Also jetzt hast du noch nicht gesehen. Du hast dich kaputt geladen. Wieso, sagt der Vater. Pass auf. Zu euch hat es gebimmelt. Du kommen zwei kleine Pastürchen und du hängst eine große Pastur. Die haben sich für hingestellt. Du waren drauf mit dem Tier drauf. Du hast die Enge von den kleinen Pastürchen die Kappe von der Ruhe genommen.
ein überhängender Pfeiler verstauchen. Du hast die zwei Klänge an den Russen sich für an die Trappe gestohlen, überall darum noch das Käppchen gesucht, wie es schön. Und wie es mir schön, wussten sie nicht mehr, wo das Käppchen war. Du hast die zwei Klänge sich geknickt, sich gebückt. Das ist besser so gut, weil das Käppchen war gut. Du isst den Russen die Trappe runtergegangen, ob die Tierstunde Russbuch. Der hat du das Buch abgeschlagen und du gelesen. Auch nicht, du redest du nur das Käppchen sie so. Die zwei Klingpastürchen sind überall rechts und links herumgelaufen, um das Käppchen zu suchen. Eben, die haben es nicht gefunden. Du hast der große Pastor sich herumgedreht, hat den Hängen ausgerufen, du. Und ich meine hergerufen, Käppchen, wo bist du? Wie sie das Käppchen eben immer noch nicht gefunden konnten, ist der große noch vorgekommen. Hat sich in so eine Art Ton gestört, die an einer Pfeiler hung. Ein hat mit der Lüge schub. Der Schub war das Zeug. Du isst wieder nur ein Tier gekommen. Die Trappe rückgegangen, sie herumgedreht und wir gerufen. Käppchen, wo bist du? Von lauter Ärger hatten du alle zu von angefangen. Zwei Klingpastürchen haben im Schnaps aus zwei Gänschen eingeschaut. Der Rose hat sich wieder rumgedreht. Ein Ruf hat wieder. Käppchen, wo bist du? Eben, nun geht es schönste Papa. Du komm aus dem Siedel in einem Mann mit einer Ruhrmantel an, in einem schwarzen Hut. Hau einen Steck mit einem Säckelchen dran. Und hol das Lüder tatsächlich unter Nass. Wie ich such, dass die ersten 5 Euro in der Bildung will mich langsam rutschen. Der hat ein neues Geld aufgelöst, wo für ein neues Käppchen zu gehen. Nur dem, dass er Geld hat er wieder gebimmelt. Du hast alle Lüse gebückt, zu kicken, ob das Käppchen nicht unerhört bang lug. Der große Pastor hat sich ganz tief gebückt, aber das Käppchen war nicht zu finden. Nur in Zeit sind die zwei Klingpastürchen wieder nur rechts, nur links und überall herumgelaufen, das Käppchen zu suchen. Aber es hat nichts. Es gäbe schon wo gut. Du hast den großen Pastor doch Schnaps ausgetrunken, hat noch ein Lach bestört. Du die bis auf eine Leiste drüben ausgetrunken. Du hast herzlich schwerer rumgedreht und noch uns noch das Käppchen gerufen. Käppchen, wo bist du? Guttrupp hat Herr mit der Räte Hang durch ein Lut gefummelt und hat an der Lüge gesagt, so machen, dass sie rausgehen. Nun sind sie alle wohl gegangen. Eben, was meinst du, Pap? Du geht auf einmal enger, war die klingt was Türchen. Um eine Ecke, um eine Pfeiler. Köln zurück mit der Käppchen und der Bühl mit der Geldreh. Für die neue Käppchen. Der Große hat sich flott das Käppchen auf den Kopf gesetzt und du sind die durch die Nebentür rausgegangen. Und nun hat er sein Auge gehabt und auch noch Geld für 5 neue. Und glaubt mir nicht, dem wir eher fallen, das Geld an der Lüge zurückzugeben.
süß singt der Engelchor. Weihnacht und draußen fällt ganz leicht der Schnee. Festlich strahlen Kerzen in alle Herzen, vergehen Kummer, Heut und Weh. Süß klingt der Glockenton, Weihnacht, das Fest der Liebe ist nun da. Und ein einziger Wunsch stellt sich ein, möcht auf Erden Frieden immer sein. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where's the treetops glisten and shine, and we all you Christmas be one. I am dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetop glistened and white. Maybe all your Christmas be white. Einige Gedanken zur Krippe. Die Krippe in unseren Kirchen, in unseren Häusern, in den Geschäften, in den Straßen, auf Plätzen ist ja nicht mehr wegzudenken. Woher kommt eigentlich diese Idee der Krippe? Unser Papst Franziskus ist ja sehr verbunden mit dem heiligen Franz von Assisi. Darum trägt er auch seinen Namen. Und der Erfinder der Krippe ist Franz von Assisi. Und zwar war das so, viele Menschen konnten damals nicht lesen. Und wenn man ihnen zu viel erzählte, dann behielten sie das nicht. Und dann hat er gedacht, wir brauchen eigentlich, so wie Statuen in den Kirchen, so brauchen wir auch Bilder. Und ein wunderbares Bild wäre ja die Weihnachtsgeschichte. Und dann hat er in einer Höhle in Assisi, in Greccio, einige Leute eingeladen, dort etwas vorzubereiten. Und sie haben diese Höhle gefunden und sie haben in dieser Höhle einen Schmuck mit Tannenzweigen und was sie so fanden, reingetragen. Ja, und dann standen dann an einem Abend, das war der heilige Abend 1223, viele Leute vor dieser Grotte und der Franziskus war auch da, aber die Krippe war leer. Die Grotte war leer. Dann hat er gesagt, wer möchte das denn hier spielen? Und da hat er einen Mann gefragt, eine Frau, da war auch eine Familie mit einem Kind. Dann haben sie einige Tiere hergeholt und Menschen, die die Hirten darstellten. Das war also eine ganz lebendige Krippe. Das Geschehen der Weihnacht wurde dargestellt, vorgelesen. Man hat auch die heilige Messe dort gefeiert und so ist es entstanden, dass man dann später Figuren gemacht hat, um das in aller Welt
so nachzumachen. Aber der Erste, der es gemacht hat mit lebendigen Menschen, war Franz von Assisi. Und unser Papst ist vor einigen Jahren nach Greccio gefahren. Diese Höhle ist jetzt eine kleine Kapelle. Und auf dem Altar hat er ein Schreiben niedergelegt über die Krippe und hat das dort unterschrieben. Und aus diesem Schreiben können wir Folgendes sagen: Die Krippe ist wie ein lebendiges Evangelium, genau wie das Kreuz. Die Krippe spricht uns von all dem, was in der Menschwerdung Jesu ausgesagt wird. Und Papst Honorius III. Hat 1223 die Regel, die Ordensregel des heiligen Franziskus bestätigt und zugleich gewusst, in einer der vier großen Kirchen von Rom ist in der Kuppel das Weihnachtsgeschehen in einem Mosaik dargestellt, in Maria Maggiore. Und in Maria Maggiore ist auch eine Reliquie von dem kleinen Futterkrippchen von Bethlehem, wo Jesus drin gelegen hat. Und das hat den Franziskus inspiriert, das dann nach Greccio zu übertragen. Und jetzt könnten wir ein bisschen überlegen, was ist denn in dieser Krippe wichtig? Und der Papst gibt 8 Punkte, auf die wir schauen sollen. Einmal steht diese Grotte, wenn man abends spät ist, unter einem Sternenhimmel. Der blaue Himmel, der dunkle Himmel und die Sterne, die leuchten. Und er möchte sagen, im Dunkel der Welt und im Dunkel, was die Menschen so erleben, leuchtet das Licht Gottes, dargestellt durch die Sterne. Und dann hat man sehr oft damals die Krippen gebaut, nicht in einem fertigen Stall, sondern mit einigen Ruinen, weil viele Leute lebten damals in zerstörten Häusern. Und ich denke zum Beispiel an all das, was passiert ist mit der Überschwemmung. Da sind viele Häuser zerstört oder ganze Stücke weggebrochen. Und in diesen Ruinen versuchen die Leute heutzutage wieder neues Leben hineinzubringen. Und das hat damals die Nachfolger von Franziskus auch getan. All das, was in unserer Welt kaputt geht, die Blumen, die verwelken, die Blätter, die abfallen, das ist nicht schlimm. Das ist immer ein Zeichen, neues Leben kann entstehen, wenn etwas vergeht. Und dann ist diese Grotte mit Bergen, mit Wäldern umgeben, mit Wiesen. Und er möchte damit sagen, die ganze Schöpfung, alles, was unser Leben ausmacht, ist für das Kommen des Messias wichtig. Nicht nur eine Kirche oder etwas Religiöses. Und das Wichtige ist, dass wir uns darauf hinbewegen. Und da gibt es ein berühmtes Lied, das heißt Transeamus, Latein, lasst uns gehen, kommt, da gehen wir hin. Und die Hirten sind damals gekommen und in diesem Stall stehen dann auch immer 2 Tiere, der Ochs und der Esel. Das heißt also, dass nicht nur Menschen, sondern die ganze Natur teilnimmt. Und Ochs und Esel sind eigentlich demütige Tiere. Die werden ja oft auch als Spitznamen oder als Schimpfnamen gebraucht. Du Esel, du Ochse. Aber ein Esel ist ganz schlau. Und der Ochs, der kann eine große Last ziehen. Das bedenken wir oft nicht. Und deshalb sagt der Papst, die ganz Kleinen und Demütigen sind eingeladen. Und dann kommen die Hirten. Und die Hirten sind auch Außenseiter, Menschen, die man nicht so mag. Das ist, könnte man sagen, fast wie die Straßenarbeiter oder wie Menschen, wie Bettler. Und die kommen als Erste zur Krippe, zum Stall in Bethlehem. Und deshalb stehen an den Krippen immer auch Figuren von Hirten, die mit ihren Herden kommen. Und dann ist natürlich die Hauptperson in der Mitte der Krippe. Das ist Maria und Josef, aber sie stehen so etwas abseits. In der Mitte ist die Futterkrippe und darin liegt das Kind.
Und wenn man das mal bedenkt, vom Sternenhimmel über die Berge, über die Wiesen, über die Tiere, über die Hirten, Maria und Josef und das Kind in der Mitte. Und Weihnachten möchte uns sagen, vergesst die Kinder nicht und vergesst als Erwachsene nicht, da sie in euch innen drin noch Kind bleibt. Und dieses Kind kann ja nichts tun. Wenn wir hier gucken, das Kind streckt die Arme aus und es lächelt. Ich bin sicher, das hat auch schon mal geweint und geschrien, wenn es Hunger hatte, war ja wie ein Baby, ne? Und es musste in Windeln gewickelt werden, die musste man wechseln. Aber das Kind streckt seine Hände entgegen, lächelt uns an und sagt, schön, dass ihr gekommen seid. Und die Krippe ist so eine Einladung, uns von der Liebe Gottes überraschen zu lassen. Und das Letzte sind dann die drei Sterndeuter, die aus dem Osten kommen und die bringen tolle Geschenke mit. Die sind einem Stern gefolgt, die haben einen weiten Weg gemacht. Und die sind zuerst zum Palast von Herodes gegangen, aber da war das Kind nicht. Und dann hat der Stern sie geführt zu dem armen Stall, zu dieser Grotte. Und da sind sie dann anbetend, dankend stehen geblieben. Und sie haben Geschenke gebracht. Gold für den König, Weihrauch für den Gott und Myrrhe, weil sie schon denken, der wird es nicht leicht haben. Gute Menschen sind von vielen nicht geliebt. Und so ist die Krippe für uns alle, ob wir nun gläubig sind oder nicht, eine Predigt über Gott. Und alle Menschen, die sich Weihnachten versammeln, ob sie jetzt an Jesus glauben oder nicht, sind doch angerührt von diesem Geschehen. Und wir stellen dann Weihnachtsbäume, Christbäume mit Lichtern und mit Weihnachtskugeln. Die Lichter sind ja wie die Sterne und die Weihnachtskugeln, das wisst ihr vielleicht, waren früher Äpfel und Nüsse und das, was man im Winter so hat. Und das waren die Geschenke. Und weil man das ja dann wieder entwickelt hat, sind das ganz kostbare Sachen geworden. Die Weihnachtskugeln und was man alles daran hängt. Lametta, das den Schnee darstellt und so weiter. Also viele Sachen sind dann vom Ursprung ein bisschen fremder geworden, aber haben alle eine Bedeutung. Schauen wir auf die Krippe, lassen wir uns staunen und überraschen. Auch wenn wir schon wissen, wie eine Krippe aussieht, sie ist immer für uns eine Ansprache. Fra i boschi e minuscoli, paese così bello, e nel mondo non ce n'è. Vive felice, come incantato, come estasiato, non possiede un campanile. Come nella grande città, ma nel tromondo ecco baleno, sasse d'insieme, e l'aria sembra un dì, e un campana son di lassù, ora fatata della preghiera. Chiedi al bosco, io non conosco, San sarà cielo, come un incanto, un'armonia. Oh, Ave Maria. Quanto è giorno l'amore.
saß in den Ziel. Erin aria sempre un dì, e un campana sogni lassù, l'ora fatata della preghiera, chiedi al bosco, io la conosco, senza il cielo, come un incanto, un'armonia. Und ich habe noch eine kleine Geschichte, wenn ihr die noch haben wollt. Und zwar ist das von diesen Hirten, die zur Krippe gekommen waren. Und da ist ein kleiner Hirte bei Jesus geblieben, bei Maria und Josef. Warum, weiß ich jetzt nicht. Die anderen waren schon zurück zu den Herden. Und dann hat der kleine Hirte gesehen, wie die drei Sterndeuter kommen mit diesen großen Geschenken. Und er hatte gar nichts mitgebracht, nicht mal ein bisschen Milch oder ein Stück Brot, nichts. Aber er hatte sich ein paar Strohhalme aus der Krippe unter Jesus weggezogen, in seinen Beutel gesteckt und gedacht, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann habe ich ein Andenken an diesen kleinen Jesus. Und da hat er aber immer nachgedacht, ich habe dem gar nichts geschenkt. Und die anderen Hirten sagen, warum bist du nicht froh? Wir waren doch bei Jesus, warum bist du so traurig? Er sagte, ich habe da nichts schenken können. Und die anderen hatten so große Geschenke. Und da hat er sich dieses Strohhalme aus der Tasche gezogen und hat angefangen, damit zu spielen. Und auf einmal hat er gemerkt, wenn ich die zusammenlege wie ein Kreuz, und dann nochmal ein Kreuz, dann ergibt das einen Stern. Und so hat er aus den Strohhalmen einen Strohstern gemacht. Das war nicht sehr viel. Und den hat er dann dem Jesuskind wieder gebracht. Und seitdem sind Sterne für uns ein wichtiges Zeichen. Nicht nur die Sterne am Himmel, sondern diese Sterne aus Stroh. Und ich knete frohe Weihnachtstage. Denn das ist das Fest des Menschen. Der Mensch ist das kostbarste Geschenk. Und Jesus ist für uns der kostbarste Mensch. Und alle anderen Geschenke möchten dies einfach nur ausdrücken. Und wenn wir dann in das neue Jahr gehen, hoffen wir, dass wir weniger Angst vor der Pandemie haben, vorsichtig sind, aber die Mut, die Hoffnung und die Freude nicht verlieren. Alles Gute von der Krippe aus. Ist er einsam, verlassen und allein. Schön war die Jugend, doch sie kehrt nie mehr ein. Nie mehr allein, ich will immer bei dir sein, denn mein Leben mit dir war bestimmt das Paradies. Lieber Herr, lass mich wieder bei dir sein. Oh.
kahlen Ecke, doch gibt's kein Blumen mehr. Der Wind flüstert leise, was ihn so gequält. Ohne sie zu leben, war sinnlos und leer. Nie mehr allein, ich will immer bei dir sein, denn mein Leben mit dir war wunderschön. Dort, wo du jetzt bist, ist bestimmt das Paradies. Lieber Herr, lass mich wieder bei dir sein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war eine ganz besinnliche Stunde mit Geschichten und vielen musikalischen Highlights. Dankeschön fürs Zusehen und wir wünschen Ihnen, das gesamte Team von Radio Sonnenschein, eine frohe und besinnliche Zeit und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Bleiben Sie alle gesund.